Es ist Freitagabend, 18.99 Uhr. Hier ist Schwarz-Blau aktuell, das Nachrichtenmagazin des FSV Frankfurt. Heute im Studio Laura May. Liebe FSV-Fans, ich begrüße euch zu einer neuen Folge von Schwarz-Blau aktuell. Tim Görner wird neuer Cheftrainer beim FSV Frankfurt. Der bisherige Co-Trainer übernimmt ab sofort die Geschicke bei den Schwarz-Blauen. Der 26-Jährige ist seit seiner Geburt Mitglied beim FSV Frankfurt und seit seinem 15. Lebensjahr im Trainerbereich aktiv. Bereits in der Saison 2019-2020 führte er die U17 der Schwarz-Blauen in die B-Junioren-Bundesliga, bevor er den Trainerposten bei der U19 übernahm und diesen seit dieser Saison in Doppelbelastung mit der Regionalligamannschaft ausübte. Was Tim für ein Trainer ist und was er sich vorgenommen hat, erfahrt ihr in einem kurzen Interview in unseren sozialen Medien und auf der Homepage des FSV Frankfurt. Morgen geht es dann auswärts für den FSV zum Achtplatzierten der Regionalliga Südwest, der TSG Balingen. Unter Leitung des neuen Cheftrainers Tim Görner werden die Schwarz-Blauen alles in die Waagschale werfen. Denn das Ziel für den FSV ist auch im Schwäbischen klar gesteckt. 3 Punkte für den Klassenerhalt. Schiedsrichter der Partie ist Philipp Hofheinz mit seinen Assistenten Simon Karcher und Fabian Hilz. Anpfiff ist um 14 Uhr. Funkstätter, die Biermacher. Auch unser Nachwuchsleistungszentrum ist dieses Wochenende wieder im Einsatz. Die U14 des FSV Frankfurt empfängt am Samstag um 12.30 Uhr die TSG Hoffenheim 2 zur Sonderspielrunde der C-Junioren. Im Hessenpokal treffen an diesem Wochenende die U17 der Schwarz-Blauen auf den 1. FC Hochstadt und die U19 auf den SV Rot-Weiß-Walldorf. Freundschaftsspiele stehen für die U12, die U13 sowie die U14 des FSV auf dem Programm. Alle Termine und Gegner findet ihr auf unserer Homepage und auf der hinter mir abgebildeten Grafik. Wie immer wünschen wir allen Mannschaften viel Erfolg. Das war Schwarz-Blau aktuell für diese Woche. Wir sehen und hören uns nächste Woche um 18.99 Uhr.